Ja, wir unterscheiden zwischen Protokollen und sogenannten Standards. Ein Protokoll, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, sind also eine Menge von Vereinbarungen, die für den Informationsaustausch zwischen zwei Kommunikationspartnern als fester Bestandteil, als Protokoll vereinbart werden. Standards, auch das haben wir in Netzwerken, werden wir gleich noch genauer sehen. Da geht es also darum, dass Normen festgelegt werden, dass Anforderungen über bestimmte Vorgehensweisen, den Zustand und so weiter und so fort eben festgelegt werden, fixiert werden, damit eben auch alle auf ein und derselben, auf einem und demselben Stand sind, wenn sie miteinander kommunizieren wollen. Ja, und das wird dann in Form einer DIN, also einer deutschen Industrienorm oder der europäischen Norm oder gar der International Standard Organization Form festgehalten. Ja, solche Protokolle haben jetzt für die Netzwerke insbesondere, sagen wir mal, vier wichtige Aspekte, die dort immer wieder auftauchen. Das eine ist beispielsweise dieses Thema der Verbindungsaufnahme, das heißt also Aufbau, Abbau einer logischen Verbindung. Darüber haben wir vorhin gesprochen im Zusammenhang mit dem ISO-OSI-Referenzmodell, der Session Layer beispielsweise, der beinhaltet eine solche Protokollform. Was passiert eigentlich, wenn bei der Übertragung Fehler passieren? Wie geht dann das Netzwerk, wie gehen dann die Endgeräte damit um? Das heißt also Reaktion auf bestimmte Ereignisse, wie eben Fehler, muss auch vereinbart werden, wie man damit umgeht. Dann das eigentliche Timing, wann wird eine Verbindung gestartet, wie wird sie aufgenommen, wie wird sie aufrechterhalten, wann wird sie beendet. Also die Synchronisation zwischen Sender und Empfänger spielt eine wichtige Rolle. Und letztlich das Thema der Formate, der Codierung, also beispielsweise habe ich einen einfachen Textformat, habe ich ein Videoformat, habe ich ein Bildformat, was auch immer. Auch das wird innerhalb von Protokollen festgelegt. Ja, bei Standards muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, wie wird so ein Standard überhaupt festgelegt? Also wer legt das eigentlich fest? Und da gibt es natürlich für verschiedene Standards auf verschiedene Institutionen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang ein Logo, sehen wir da oben schon, die Internet Society oder aber auch das Internet Architecture Board, welches in unserem Beispiel jetzt auch eine Rolle spielt. Also wenn Standards festgelegt werden sollen, dann gibt es erstmal einen sogenannten RFC, einen Request for Comment, der eben durch das IAB zur Verfügung gestellt wird für die Hersteller, um eben mal zu schauen, ist das ein Standard, der eventuell mal irgendwann durchgesetzt werden könnte, finalisiert werden könnte. Ja, und dieser Standard wird dann eben geprüft. Es wird also geguckt, ob dieser Standard wirklich auch für allgemeine Systeme, für andere Systeme anderer Hersteller sozusagen verwendet werden kann und wird dann zum Proposed Standard entwickelt. Und dieser Proposed Standard braucht dann mindestens ein halbes Jahr, bis er in einen weiteren Status kommt, nämlich in den Draft. Und wenn er in dem Draft drin ist, dann gilt es wirklich von Anwenderseite, von Herstellerseite, diesen Draft zu überprüfen. Und nach einer weiteren Prüfung kann daraus dann letztlich ein sogenannter Full Standard werden, also ein Internet Official Protocol Standard. Und auch wenn diese Standards dann oftmals als sogenannte RFCs bezeichnet werden, Request for Comment, hört sich ein bisschen merkwürdig an, ne? So eine Anfrage, so kommentieren wir das mal, sind das dann quasi Standards, die dort im Internet eine große Rolle spielen. Ja, und wir haben das Ganze schon gesehen im Zusammenspiel der Schichten bei unserem E-Mail-Beispiel und wir verwenden hier einfach mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen hier einfach mal eine Anfrage an einen Webserver. Das heißt also, wir machen das typischerweise mit einem Webbrowser. Wir bilden dann letztlich alle Schichten dort ab, alle sieben Schichten und gehen zum Beispiel via Funk mit unserem Notebook auf einen Access Point. Und dieser Access Point bildet letztlich zwei Schichten ab. Lassen Sie sich bitte nicht irritieren davon, dass hier die Schicht 2 nochmal unterteilt ist, nämlich einmal in den Logical Link Control, LLC, und in den MAC Layer. Das ist die Schicht 2. Und im MAC Layer ist klar, werden eben die, insbesondere auch die Adressen festgelegt. Und von da aus kann es dann zum Beispiel über Kabel zu einem Router gehen. Und Sie sehen hier, dieser Router packt dann letztlich die Pakete bis zur IP-Adresse raus, um das Ganze dann weiterzuleiten. Beispielsweise in ein Netzwerk, wo es dann von Router zu Router jeweils über die ersten drei Schichten analysiert wird. Und dann geht es irgendwann über ein Kabel wieder zu einem lokalen Netzwerk, meinetwegen in diesem lokalen Netzwerk zu einem sogenannten Web
Server. Und bei dem Webserver muss natürlich alles wieder sozusagen von unten her ausgepackt werden. Genau, wir sehen da schon, auch die Pfeile sind in beide Richtungen, so heißen, der antwortet auch mehr oder weniger auf demselben Weg dann wieder zurück. Auch wenn diese rote gestrichelte Linie oben links zwischen Client und Server eigentlich das ist, was man so als Nutzer sieht, sieht man an diesem Schaubild sehr schön, was da eigentlich alles so hintersteht, und das ist nur ein Bruchteil dessen, was dort eigentlich passiert. Auf dieser Folie haben wir jetzt nochmal so ein bisschen in der Übersicht dargestellt, auf der linken Seite das OSI-Modell. Wir sehen auf der rechten Seite noch ein weiteres Modell, das sogenannte DoD-Modell oder auch TCP-IP-Modell, was nochmal ein bisschen, ja, nicht ganz so stark runtergebrochen ist, nicht ganz so stark abstrahiert ist wie das OSI-Modell, was aber den Ursprung eigentlich darstellt dessen, was wir so in der Netzwerkkommunikation kennen. Sie sehen dort, gibt es schon ähnliche Schichten, es gibt vergleichbare Schichten, und wir sehen dort auch, was eigentlich auf diesen verschiedenen Schichten letzten Endes passiert in der Mitte, in diesem dunkelblauen Bereich. Ja, die anwendungsorientierten Schichten im OSI-Modell auf der linken Seite, eben die ersten, die oberen drei, sind im DoD-Modell, Department of Defense, zusammengefasst als, ja, als Anwendungsschicht. Dann die Transport- und die Netzwerkschicht sind Schichten, die sind direkt vergleichbar. Und die Schicht 2 und die Schicht 1 im OSI-Modell ist hier nochmal als Netzwerkschicht im DoD-Modell zusammengefasst. Wir sehen in dem dunkelblauen Bereich eben eine Reihe von Protokollen, die dort definiert sind, und die werden wir im Laufe der Veranstaltung auch weiter kennenlernen. Nur damit Sie hier an der Stelle schon mal einen Überblick haben und eine Zuordnung der einzelnen Protokolle in diese beiden Modelle.